Ja, herzlich willkommen zu unserem Vortrag zum Thema UI5 im Vendor Invoice Management. Mein Name ist Nico Kommer, der ein oder andere wird mich erkennen vielleicht. Ich bin bei der Fink IT aktiv als WIM-Berater, also das ist quasi so mein Steckenpferd, sage ich mal. Betreue auch noch die anderen Themen wie zum Beispiel MM, also die klassischen SAP-Gebiete. Und mein Kollege, der Herr Dogé, der kann ja zu seiner Person selber ein paar Worte verlieren. Ja, hallo, mein Name ist Rainer Dogé. Ich bin bei der Fink IT jetzt seit circa 4 Jahren und kümmere mich auch hauptsächlich um das Thema WIM, Vendor Invoice Management, also Rechnungseingangsverarbeitung und Rechnungseingangsprüfung. Und wir stellen Ihnen heute vor die Fiori Apps, die OpenText für das WIM ausliefert. Fangen wir am besten an mit einer kleinen Agenda. Also was haben wir heute vor? Wir fangen im Prinzip an mit einem kleinen Grundlagenwissen, also eine Einordnung der Begriffe Sub-Fiori und Sub-UI5. Dann schauen wir uns nochmal ganz kurz an, was versteht man überhaupt unter dem Begriff oder unter der Floskel Vendor Invoice Management von OpenText. Dann gibt es eine kurze Übersicht zu den aktuell verfügbaren Fiori Applications und dann gehen wir direkt in ein Szenario rein, wo wir sagen, und das kommt quasi einer Demo gleich. Genau. Der erste Punkt wäre quasi das Thema Sub-Fiori und UI5. Sub-UI5, was versteht man darunter? Das ist im Prinzip so eine Oberflächenentwicklungstechnologie von der SAP, die auf den Protokollen, sage ich mal, oder auf den Programmiersprachen JavaScript, CSS und HTML5 eben basiert. Und die quasi sich die Browser-Fee oder die Browser-Engine, sage ich mal, zunutze macht, um eben Applikationen auszuführen. Was ist jetzt wie ist Fiori jetzt in dem Kontext zu sehen? Also Fiori ist eben, baut quasi auf diesem Sub-UI5-Thema auf. Und die Idee dahinter ist eben, wenn ich meine Oberflächen, die ich zum Beispiel, womit die SAP regelmäßig eigentlich zu kämpfen hat, in der Sub-GUI sagt man ja gelegentlich oder bei vielen, dass einfach die Oberfläche nicht optimiert ist. Der Gedanke von Fiori ist jetzt eben, dass man hergeht und sagt, man lagert diese Oberflächen eben aus in eine Web-Oberfläche und kann dadurch eben gewisse Vorteile einfahren, wie zum Beispiel eben, dass die Oberflächen einfach schlanker sind. Der User kann dadurch schneller und effizienter arbeiten und dadurch habe ich eben Kostenvorteile, sage ich mal, weil meine Prozesse einfach besser laufen. Genau. Das wäre so das Thema da, worum es ganz grob gesagt geht. Dann haben wir jetzt hier nochmal grob eine Architektur, wie es mit Fiori Apps im Prinzip ausschaut. Also wir haben im Prinzip immer relativ am Backend, sagt man in dem Kontext, hinten unser ABAP-System, unser ERP-System. Und davor geschaltet im Prinzip ein Fiori-Server. Meine Applikation, also meine App, läuft im Prinzip auf dem Fiori-Server, die wird da eben hin deployed und über gewisse Services, sogenannte OData-Services, erfolgt dann eben der Zugriff auf das Backend und von da aus greife ich mir dann eben meine Daten entsprechend ab. Das heißt, der OData-Service ist im Prinzip dazu da, die Applikation mit Daten aus dem Backend zu beliefern. Nur so ganz grob eben, wie die Applikation hier in dem Gesamtkontext einer Systemlandschaft zu sehen wäre. Was man da vielleicht auch noch dazu sagen kann, man sieht vorne dran diesen Webdispatcher. Dieser Webdispatcher ist eigentlich auch ein Tool von SAP, was einem Reverse Proxy gleichkommt. Die OpenText empfiehlt hinsichtlich der Fiori Apps diesen Webdispatcher auch zu benutzen. Einfach ganz im Prinzip sind Sicherheitsaspekte, die dahinter liegen, weil dann eben von den mobilen Devices, die an erster Stelle zu sehen sind, aber auch natürlich von Browser-PCs, sage ich mal, der Zugriff eben immer über den Webdispatcher läuft und zum Beispiel der Zugriff auf einen Archive-Server niemals direkt passiert. Das ist einfach so ein Sicherheitsgedanke, der da dahinter steckt. Da werden sich wahrscheinlich die ganzen Administratoren drüber freuen. Genau. Schon Fragen zu dem Thema Fiori, UI5? Dann Meister Dogé. Dann kommen wir jetzt zum WIM. Hier eine kurze Übersicht. Was ist WIM?
BIM ist von oben Text, Vendor Invoice Management. Das heißt, hier können Rechnungen und Gutschriften von Lieferanten im System geprüft und letztendlich auch gebucht werden. Hier ein kurzer Überblick. Die Rechnungen gehen in das System ein über verschiedene Kanäle. Das kann zum Beispiel sein Scanning. Das kann zum Beispiel auch sein, die könnten über E-Mail, über einen E-Mail-Kanal reinkommen. Es könnten auch EDI-Dokumente, also in vielfacher Form können die Dokumente ins System reinkommen. Sie werden nach dem Eingang direkt archiviert auf dem angeschlossenen Archivsystem. Dann geht die Rechnung in den Prozess herein. Hier findet unter dem Stichwort Transform findet statt, kann ein OCR-Prozess eingebunden sein. Das heißt, hier werden die Rechnungsdaten maschinell ausgelesen und dem entsprechenden User, sofern dies gewünscht ist, in einem Validierungsprozess angeboten. Das heißt, ein User überprüft und vervollständigt gegebenenfalls die Daten, die maschinell ausgelesen wurden. Sobald dies erfolgt ist, wird das Dokument weiter in den eigentlichen Workflow geleitet. Hier unter dem Stichwort Invoice Verification die Geschäftsregeln abgearbeitet. Was sind Geschäftsregeln? Geschäftsregeln sind einfach, Abbildung oder sind Regeln, die die Daten auf Vollständigkeit und gegebenenfalls auch auf Richtigkeit prüfen, sodass am Ende der Ausführung der Geschäftsregeln prinzipiell ein buchungsfähiges Dokument besteht. Hier unter dem Stichwort Exception Handling ist dargestellt, dass diese Abarbeitung der Geschäftsregeln ausnahmebasiert ist. Das heißt, für jede Geschäftsregel ist für den Ausnahmefall eine Rolle hinterlegt, die dann das entsprechende Work-Item bearbeiten muss, falls eben ein entsprechender Fehler auftritt. Zum Beispiel die Rechnungsnummer zum Beispiel fehlt oder Rechnungsdatum ist nicht eingegeben worden, wurde vielleicht nicht korrekt erkannt vom OCR-Prozess, dann würde diese entsprechende Geschäftsregel auf Fehler laufen und die Rolle, die da hinterlegt ist, muss dieses Datum dann vervollständigen. Das heißt, die Rechnungen laufen komplett durch alle Geschäftsregeln durch. Am Ende dieser Geschäftsregeln kommt der Genehmigungsprozess, das heißt, in der Regel für nicht bestellbezogene Rechnungen ist ein Genehmigungsworkflow erforderlich, der auch über mehrere Stufen gehen kann und zum Beispiel abhängig vom Rechnungsbetrag. Nach dem Genehmigungsprozess erfolgt in der Regel dann die Rechnungsbuchung und nach der Rechnungsbuchung würde das in den Zahlprozess, das Dokument in den Zahlprozess laufen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, hier verschiedene Szenarien umzusetzen. So ist natürlich auch ein sogenanntes Posted Approval möglich. Das heißt, ich kann auch erst die Rechnung buchen und dann die Rechnungsfreigabe machen. Oder ich kann auch mit vorerfassten SAP-Belegen arbeiten und hier die Freigabe machen. Da ist das WIM ziemlich flexibel. Jetzt auch im Bereich der bestellbezogenen Rechnungen geht, ist, dass ich das Dokument zum Beispiel buche und dann gegebenenfalls Abweichungen von der Rechnung, von der Bestellung geprüft werden und hier Szenarien auftreten können, wie zum Beispiel eine Mengenabweichung. Das heißt, es wurde eine Menge bestellt, eine entsprechende Menge geliefert, aber die Rechnung entspricht eben nicht dieser Menge, sondern beinhaltet einfach einen höheren Betrag zum Beispiel. Oder es gibt eben Preisabweichungen. Ja. Diese werden auch über den Workflow abgearbeitet und sind einem entsprechenden Genehmigungsprozess unterworfen. Das heißt, WIM umfasst den kompletten Bearbeitungsprozess einer Rechnung vom Eingang, wie gesagt, über diverse Kanäle in diversen Formaten bis zur Buchung,
bis zum anschließenden Zahlungsprozess, der dann nicht mehr zum eigentlichen WIM-Prozess gehört. Dann geben wir jetzt noch einen Überblick über die WIM Fiori-like Applications eigentlich, weil Fiori ist ein Marketingbegriff der SAP und nur SAP-Apps dürfen Fiori heißen, aber die OpenText hat hier Apps ausgeliefert im Look and Feel und darum sind es Fiori-likes-Apps. Die würden wir jetzt nochmal kurz darstellen. Und zwar werden mit den entsprechenden Support-Packages, die hier angegeben sind, folgende Apps ausgeliefert. Seit der Version 7.5 Support Package 2 wird die Approve Invoices App ausgeliefert. Das ist wahrscheinlich hier die beliebteste App, weil Genehmigungsprozess beinhaltet oftmals Personen, die halt in der Firmenhierarchie weiter oben stehen und seltener hier vielleicht regelmäßige SAP-User sind. Von daher ist es natürlich besonders attraktiv für solche Personen, hier eine mobile Approval App anzubieten. Dann weiterhin die Enter Cost Assignment App ist mit dem Support Package 4 gekommen. Hier können einfache Kontierungsinformationen hinterlegt werden. Zum Beispiel, ich brauche immer ein Sachkonto und ich brauche zum Beispiel auch immer zum Beispiel eine Kostenstelle oder ein PSP-Objekt oder einen Auftrag. Diese Informationen können in dieser Cost Assignment App hinterlegt werden, aber wie gesagt, nur einfache Kontierungen, komplizierte Konstellationen sind hier nicht möglich. Das müsste dann am SAP-GUI eingegeben werden. Die Resolve Invoice Exceptions App. Hier können auch diese Exceptions, wie sie bei der Abarbeitung der Geschäftsregeln auftreten, können hier eben bearbeitet und aufgelöst werden. Die Confirm Quantity and Price App ist speziell für den bestellbezogenen Prozess gedacht. Das heißt, hier können eben Mengen oder Preisabweichungen der Rechnung gegenüber der Bestellung oder auch dem Wareneingang in dieser Drei-Phasen-Lösung können hier aufgelöst werden. Die Invoice Analysis, also der WIM Analysis, ist im Gegensatz zu den oberen keine transaktionale App, sondern hier, die ist auch im Moment noch nicht für den produktiven Einsatz von der OpenText freigegeben. Hier können sozusagen analytische Aufgaben durchgeführt werden. Das heißt, ich kann hier einfache Abfragen auf die WIM-Dokumente starten. Ich kann hier aber keine operativen Tätigkeiten durchführen. Supplier Self-Service ist noch nicht verfügbar aktuell. Da wird es dem Lieferanten möglich, über diese App den Status seiner Rechnungen beim Kunden sozusagen einzusehen. Also welchen Status hat meine Rechnung? Wird die bezahlt oder ist die vielleicht abgelehnt? Und so weiter. Und dann gibt es hier noch eine App, oder soll es noch eine App geben, die ist aktuell noch nicht verfügbar. Das ist die My Approved Invoices. Da können die Benutzer können ihre Rechnungen, die sie genehmigt haben, einsehen. Ja, jetzt hat der Rainer mir eigentlich schon die Inhalte der darauffolgenden Folien weggenommen, weil jetzt nochmal ein bisschen näher auf die Apps eingegangen werden soll. Also wie schon erwähnt, die Approve Invoices App ist eigentlich so ziemlich die beliebteste App. Wie der Name eigentlich schon sagt, es geht halt hier um Genehmigung und Ablehnung von Rechnungen, die entweder einen Bestellbezug haben, also PO-Rechnungen oder eben ohne Bestellbezug, NPO. Was die typischen Aufgaben sind eben, dass man die hinterlegten Kostenzuordnungen, also die Kontierungsobjekte prüft und von der Logik her sind es die Work-Items, sage ich mal, die aus dem Standard-WIM-Genehmigungs-Workflow stammen. Was man dazu sagen muss, es gibt bei den Apps eigentlich in der Regel immer ein paar Einschränkungen. Eine Einschränkung hier ist zum Beispiel, dass die eben keine Kontierungsfunktionalität hat. Also man kann hier wirklich nur sagen, okay, ich genehmige oder ich lehne ab. Ich habe nicht die Möglichkeit, die hinterlegten Kontierungsinformationen zu ändern. Genau. Im
Gegensatz dazu eben diese Enter-Cost-Assignment-App, wo ich eben genau diese Möglichkeit habe, Kontierungsinformationen zu hinterlegen. Die gilt natürlich ausschließlich für Rechnungen ohne Bestellbezug, weil bei PO-Rechnungen habe ich ja in der Regel eine Bestellung dazu und dadurch ist die Kontierung eigentlich schon klar und gegeben. Es werden bisher nur 4 Kontierungsobjekte offiziell unterstützt, nämlich die Kostenstelle, der Innenauftrag, Profit Center und PSP-Elemente. Und was auch ganz nice to have ist, es gibt mittlerweile so eine sogenannte Splitting-Funktion in dieser App. Da kann ich zum Beispiel sagen, ich trenne die eine Position, die ich erkannt habe, prozentual auf und sage zum Beispiel 30% gehen auf Kostenstelle 3000 und 70% gehen auf Kostenstelle 3100. Auch hier wieder die Einschränkung, die ist wirklich nur bei einfachen Rechnungen anwendbar. Also ich habe nicht die Möglichkeit zu sagen, ich habe eine Rechnung mit 2 Positionen. Die eine Position kontiere ich auf Kostenstelle, die andere Position kontiere ich auf PSP-Element. Das geht nicht. Es werden hier wirklich nur sehr, sehr einfache und triviale Rechnungen unterstützt. Gleiches gilt übrigens auch für Gutschriften. Auch das funktioniert mit dieser App nicht. Das muss weiterhin in der SAP-GUI gelöst werden. Die Resolve Invoice Exceptions App ist wirklich im Standard oder in der Standardauslieferung wirklich nur dazu gedacht, Informationsbeschaffung abzubilden. Das heißt, ich stelle aus der SAP-GUI heraus eine Anfrage an einen Info-Provider zum Beispiel und der kann mir dann eine Info zurückliefern. Also das ist wirklich ein sehr schlichtes Muster, das da gefolgt wird. Also Datenprüfung, ich erfasse einen Kommentar und dann sende ich es wieder zurück in die SAP-GUI. Also man hat nichtsdestotrotz aber die Möglichkeit, hier gewisse Extensions einzubauen, dass ich sage, ich habe eben nicht nur diese Refer-Funktionalität, also das Zurücksenden, sondern ich könnte hier auch Aktionen bauen, die dann einem wirklichen Handling, sage ich mal, der Abweichung gleichkommt. Aber wie gesagt, das sind eben Eigenentwicklungen und dadurch eben auch eine gewisse Einschränkung oder Limitierung der App. Genau, die Confirm Quantity and Price bezieht sich eben auf PO-Rechnungen, weil wir dann natürlich immer diese 2- bzw. 3-Wege-Prüfung haben. Was heißt es nochmal? Wenn ich eine Rechnung erfasse, prüfe ich in der Regel, gibt es eine Bestellung dazu? In der Regel dann ja, natürlich, wenn ich eine Bestellnummer finde und vergleiche dann eben die Daten, die in der Bestellung hinterlegt sind, also den Preis aus der Bestellung und die Menge, die hinterlegt ist. Und zusätzlich kann dann eben auch noch der Wareneingang mit einbezogen werden, also wie viele Ware habe ich tatsächlich denn schon erhalten? Und die App ist eben genau dazu da, um schon auch frühzeitig festzustellen, gibt es denn mögliche Mengen- oder Preisabweichungen? Und wenn die existieren, hinsichtlich Mengenabweichungen zum Beispiel, dann kann ich sagen, dann buche ich natürlich gleich aus der App heraus einen Wareneingang, wenn das System festgestellt hat, liegt eine Mengenabweichung vor und dadurch kann ich das eben über diese App, diese Problematiken relativ zeitnah und effizient lösen. Auch hier wieder ein paar Einschränkungen. Also ich kann pro Rechnung wirklich nur eine Bestellung bearbeiten. Das heißt, wenn ich eine Rechnung habe, die mehrere Bestellungen referenzieren würde, dann könnte ich diese Funktionalität in der App selber nicht nutzen. Und auch Rechnungen zur Dienstleistung werden nicht unterstützt. Also wenn ich kein Lagermaterial zum Beispiel bestelle, sondern ich sage, es soll ein Maler kommen und der soll mir die Bude neu streichen, eine Rechnung, die ich dafür kriegen würde, würde nicht mit dieser App handelbar sein. Genau. Die weiteren Apps jetzt gar nicht so in der Tiefe wie jetzt gerade eben, sondern einfach nur nochmal eine Auflistung. Kleine Info vielleicht vorab. Diese beiden Apps, die ihr in der Mitte und ganz rechts seht, also die Supplier Self-Service und die My Approved Invoices, die sind mittlerweile sogar verfügbar. Die sind aber allerdings, glaube ich, erst seit letzter Woche oder Anfang dieser Woche verfügbar, also quasi brandneu. Fangen wir von links nach rechts an. Also die Invoice Analysis App hat wirklich eigentlich nur einen Reporting-Charakter. Es ist auch eher so eine Art Proof of Concept von der OpenText, die das zeigen soll, was ist denkbar für eine analytische App, ist aber wirklich nicht für die produktive Nutzung freigegeben von der OpenText selbst. Dieser Supplier Self-Service ist eben, wie schon gesagt, hat eigentlich sogar 2 Perspektiven. Einmal eine Buchhaltersicht und einmal eine Lieferantensicht. Also einmal kann ich sagen, kann ich mir als Buchhalter selber eine Übersicht verschaffen über den Status aktueller Rechnungen und ich habe auch als Lieferant die Möglichkeit, mir den Status über bestimmte oder über meine speziellen Rechnungen zu verschaffen.
Also der eminente Unterschied, sage ich mal, an der Stelle ist, der Buchhalter kann für alle Lieferanten prüfen, wie ist der Status der Rechnung. Der Lieferant kann natürlich nur für seine eigenen Rechnungen prüfen, wie ist der Status. Und bei der My Approved Invoices App, die hat eigentlich in der Regel, ja, es ist kein richtiger Reporting-Charakter, aber es ist halt wie so eine Historie. Ich sehe halt, was für Invoices oder Rechnungen habe ich bereits freigegeben in der Vergangenheit eben. Genau. So, jetzt ist der langweilige Theorieteil vorbei. Dann wird man auch gleich in einen Showcase übergehen. Also was wir jetzt zeigen, ist eine Rechnung ohne Bestellbezug, also eine NPO-Rechnung. Und da würden wir dann auch gleich die entsprechenden beiden Apps zeigen. Einmal die Cost Assignment App, um die Kontierungsinformationen zu hinterlegen, und die Approval Apps, um die Genehmigung schlussendlich durchzuführen. Genau. Wir haben hier auch schon eine Rechnung vorbereitet. Die liegt jetzt hier bereits im Enterprise Scan gescannt drin. Die haben wir durch eine Referenz gekennzeichnet, damit wir sie eben später im System wieder finden, relativ schnell. Genau. RDG und das Tagesdatum. Was jetzt der typische Prozess wäre, also der Endanwender geht in seinen Workplace und will eben die gescannte Rechnung in das SAP-System überführen. Dazu nutzt er diesen Scan-Button, wählt die entsprechende Dokumentart aus, die dafür vorgesehen ist, und drückt anschließend Archive Document. Was jetzt im Hintergrund passiert ist, dass das Dokument aus dem Enterprise-Scan automatisiert abgeholt wird, wird archiviert und die Folgeprozesse, wie zum Beispiel die OCR, werden automatisch angestoßen. Das ist alles jobbasiert gesteuert, das heißt im Hintergrund laufen immer wieder Jobs, die den Status von dem Dokument überprüfen und dann, sofern ein bestimmter Status vorliegt, immer wieder zum nächsten Prozessschritt weiterleiten. Das heißt, der nächste logische Schritt wäre jetzt an der Stelle, dass wir das Dokument, was wir gerade eben eingescannt haben, validieren. Das heißt, genau. Also das ist eigentlich eher ein Business, dieses Business Center ist, wird im WIM-Kontext genutzt, um die Eingangskanäle abzubilden. Das ist eigentlich ein separates Produkt, wird aber zunehmend verstärkt von der OpenText für solche Thematiken eingesetzt. Und das ist auch die Guideline, die da herrscht oder zu beachten ist. In Zukunft wird wirklich nur noch dieses Business Center eingesetzt. Und das, wie gesagt, das ist eigentlich eher was für die administratorische Sicht jetzt hier. Ich habe jetzt hier eben die Möglichkeit, mir den Status zu dem einzelnen Beleg anzuschauen. Und ich sehe eben hier, dass es jetzt den Status 71 hat und heißt damit Ready for Extraction. Das heißt, das Dokument liegt aktuell in der OCR, wird zeitnah ausgelesen. Und wenn das Dokument entsprechend ausgelesen wurde, dann wäre das Dokument bereit zur Validierung. Validierungsbereit heißt Status 74. Genau. Also wenn wir jetzt unseren Validierungsclient öffnen, wird automatisiert der entsprechende Beleg reingeladen. Jetzt kann ich hier noch Korrekturmaßnahmen vornehmen, falls das gewünscht ist. Ja, wir wollen ja natürlich, dass unsere Referenz erkannt wird. Und wenn die Felddaten entsprechend befüllt sind, wird das Dokument eben einfach weitergeroutet. Und damit sind die Eingangsprozesse, also der sogenannte Pre-Process heißt es im WIM-Kontext, die vorgelagerten Prozesse, bevor die wirkliche Verarbeitung im WIM stattfindet, sind abgeschlossen und ich hätte das Dokument jetzt prinzipiell in WIM zur Verfügung. Kannst du erst mal ins Analytics gehen und nach dem Dokument suchen.
Also das ist jetzt hier quasi der Status zu unserem Dokument. Wir sehen hier, dass es bereits durchgeroutet wurde und zum im Freigabe-Workflow liegt. Genau. Jetzt ist auch die sogenannte Rollenauflösung abgeschlossen. Das heißt, das System hat einen entsprechenden User ermittelt, der für die nächsten Schritte zur Bearbeitung notwendig ist. Und das schauen wir uns am besten direkt in der App an. Also der entsprechende User ist Phyllis hier. Der schaut in seine Enter Cost Assignment App und kann hier jetzt zum Beispiel nach der entsprechenden Rechnungsreferenz suchen. Auch hier vielleicht als kurze Info, also diese Apps sind generell nach dem Master Detail Prinzip aufgebaut. Ich habe eben auf der linken Seite meine Master View, wo ich wirklich Übersicht über alle verfügbaren Rechnungen hätte, die ich bearbeiten kann, und in der Mitte der Detail-Bereich, wo ich eine Übersicht zu dem aus der Master View gewählten oder aus der Master View gewählten Item habe. Und hier können jetzt eben zu dem entsprechenden Beleg die Kontierungsinformationen hinterlegt werden. Geben hier in dem Beispiel eine Sachkontonummer ein und eine entsprechende Kostenstelle. Speichern das und anschließend können wir unsere Änderung auch noch bestätigen und dadurch ist der Kontierungsschritt quasi abgeschlossen. Jetzt zur Kontrolle, damit wir sehen, dass das wirklich nicht nur im Frontend irgendwie passiert ist, auch nochmal die Kontrolle im Backend. Also hier hat sich jetzt tatsächlich etwas geändert. Wenn man zum Beispiel in den Beleg mal reinspringt, dann kann man sehen im Bereich der Line-Items, dass diese Daten tatsächlich übernommen wurden. Also ich habe vorne das entsprechende Sachkonto und weiter hinten im Bereich die Kostenstelle für die Belege. Was wir jetzt gerade eben auch schon gesehen haben, das Work-Item liegt jetzt bei einem anderen User, nämlich beim Jeff. Und der Jeff ist ein Approver. Das heißt, er schaut jetzt in seine Approve-Invoices, könnte hier natürlich jetzt auch also nach einer Referenz selektieren. Da wir hier aber nur 3 Stück haben, kann er natürlich gleich das entsprechende Item auswählen. Die App ist relativ analog aufgebaut, Master Detail View, und er hat jetzt eben die Möglichkeit zu sagen Approve oder Reject. Da die Kontierungsinformationen passen, genehmigen wir das Ganze, geben noch einen Kommentar mit ein. Und damit ist die Sache für ihn geritzt. Auch hier nochmal die Kontrolle. Also wir haben hier einen Betrag von 45.000 Euro. Das bedeutet für das System $45.000, einen zweistufigen Genehmigungsprozess. Die erste Genehmigung wurde gemacht. Die zweite Genehmigung ist noch ausstehend bei der Liz. Auch hier das gleiche Spiel. Sie schaut in ihre Approve Invoices App, wählt sich das entsprechende Work-Item aus der Master View. Hat hier zum Beispiel auch die Historie, in der es einsehen kann, gibt es irgendwelche relevanten Kommentare. Kann hier natürlich auch im Reiter Documents das archivierte Dokument aufrufen. Auch das funktioniert. Und auch sie wird hier einfach Approve klicken. Was wir jetzt natürlich erwarten würden, weil der Genehmigungsprozess abgeschlossen ist, das sieht man schon daran, weil man jetzt keinen Vorschlag für einen nachfolgenden User mehr bekommen hat. Also weiß man, sie ist die letzte Genehmigerin und in der Regel wird das Dokument dann vollautomatisiert im Hintergrund gebucht. Also wir sehen hier am Status Poster, dass das Dokument im SAP wirklich erfasst wurde, gebucht ist und auf den entsprechenden Konten fortgeschrieben wurde.